So, Ja. ich glaube, wir haben tatsächlich jetzt gar nichts mehr groß zu tun, außer hier nochmal ein bisschen Items mitnehmen. Oh. Und dann können wir tatsächlich auch in LoL's bei Mich dir greifen nur ein dann. paar Bären an. Ah, stark. Bei mir nicht. Oh, das wäre geil. Der wäre strong, aber auf der Route haben wir Der schon wär's Encounter. Nur, wie gewesen. machen wir das eigentlich? Sind so Static Encounter, also wenn wir da drin was finden, jetzt warte mal. Zählen wir Oh, das nichts als Gutes, nichts Gutes. Zusatz? Oh, okay. Nee, Zählen wir das keine jetzt? Sense. Ich Okay. glaube, wir kriegen genug Spiel in dem Spiel, oder? Kann das jetzt mal aufhören, mich Es anzugucken? kommt doch. Nee, du kannst. Also, du musst den bekämpfen, wenn du da rein willst. Also, die Items haben willst. Okay, wir sagen, es tut mir leid, aber das wird nicht lange, wird kein gesundes Leben für dich sein. Pisa Sam und ich, das wird doch nix. Und tschüss. Es ist so ein weirdes Team, es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn, es ist der Wahnsinn. Ein Oh, ein Traumball. Traumball. Bringt dir zwar nichts, ich glaube, der macht nicht. Oh, ein Kugel. Ja, ich glaube, Kugelblitz Habe ist ich nicht schon. schlecht, wenn man Pikachu für. Oh, ja, gut. Da habe ich nichts Gespürt. gesorgt. Da habe ich nichts gesorgt. Gut, dann können wir hier rein in die Masse gehen. Boah, wir haben jetzt erst den ersten Ton im Kampf. Ich habe das Gefühl, wir sind so scheiße langweilig. Langweilig, ja, genau. Wir sind so scheiße langweilig. Ja, hast du recht, da schreibe ich so. Ja, unterschreibe ich. Wir sind so scheiße langsam, wollte ich natürlich sagen. Aber ich glaube, es liegt auch Nein. daran, dass ich so gewohnt bin, an so Stellen, wo einmal nichts passiert, einfach alles wegzuspeeden. Also von dem her. Jetzt können wir übrigens noch keinen Encounter fangen, erst wenn wir das Todemon besiegt haben, dann können wir hier einen Encounter drin fangen. Okay. Aber ich muss Wer meine jetzt beginnt Assistomus die dazufügen. Inselprüfung? Wie heißt denn an Weimar? Ne, wie heißt Issu auf Englisch nochmal? Doch, why Weimar? not? WYNAUT. Ach, ohne H. I see. Tell me Wie hieß das? why? Schon Wie hieß vergessen. das? Wie hieß das Why Not? Also unser letzter Encounter. Weiß ich nicht. Das ver. Ich kann gar nicht das Inventar öffnen. Aber warum brauchst du das? Ach Weil ich es so. noch nicht im Pokédex hinzugefügt habe. Ach, Hab's du vergessen. schreibst da auch die Namen extra mit rein. Wer steht da drunter? Ja, das steht bei mir halt dann Sandslash und Frogadier und Illumise. Well. Ich bin doch nicht so vorbildlich und na gut, jetzt fühle ich mich schlecht, wenn ich das nicht mache. Aber es ergibt auch irgendwie Sinn, weil dann, ne? Also es ist der gute Kane gewesen, glaube ich, weil ich glaube Luxio war damit verlinkt. Dann haben wir Wir haben erst Sippo. Caesar, dann haben wir. Ich kann es ehrlich gesagt in meinem Overlay nicht lesen. Mimi. Ich wusste gar nicht, dass das auch. Ich glaube, das habe ich auch noch nie so bewusst bei deinem Dings. Ist das, wenn man es autodetected, auch so? Weil, wenn, dann habe ich Weiß ich das gar nicht. nie bewusst Also wahrgenommen. müsste ja, weil ich schreibe so meinen Namen rein. Wissen wir dabei nicht höher im Level gehen? Ich glaube, die sind hier ziemlich hoch, oder? Das Aber wir sehen es finden ja am wir wohl jetzt ersten gleich heraus, Platz. würde ich behaupten. Verstehe die Eins über den Mons immer noch nicht. Ja, das ist das Level, was denen angezeigt wird. Das ist leider. Das können wir nicht wirklich irgendwie beeinflussen. Also, es wäre ja nervig, das immer wieder zu beeinflussen. Okay, dann ist alles Die klar, was wir Herrscher Boosts brauchen. sind random, aber die sind ungefähr gleich stark. Sorry, ja? Jetzt hat er mir das Sommermoos wieder aus dieser Mehrzwecktasche rausgehauen. Der Arsch. Ich muss Also, jetzt das suchen. erste Pokémon, was ich bekämpfe, hier ist Level 13. Das heißt, ich glaube, also ich weiß nicht, wie Oh deine ja, ich Level bin Level aussehen, 15, aber dann müsste ich fein sein. Oh, und da Weiner hat sind jetzt wir. Konter und Spiegelcape. Das ist nice. Könnte ja vielleicht mal was werden jetzt. Es stürzt immer ab, gefühlt, oh je. Dann hast du ihn. Abgangsbund! I don't know about that. Ah? Ich sag, wenn's Oh, da ist hat. er! Ah ja, stimmt, der entwickelt sich einmal Level 10, ne? Das habe ich schon wieder vergessen, dass der sich so richtig krank 15. early entwickelt. 15, sorry. Ich dachte 10. Dann ist er vielleicht sogar echt gut gerade mit. Jetzt schon Konter? Der ist ziemlich viable, würde ich sagen. Ich meine, am Anfang Muss halt besser mal auf ist man Smoothie schon angreifen. gut unterwegs. Wir spielen Randomizer. Wir sind aber noch nicht beim Level von Hala. Zumindest, also sind wir noch ein gutes Stück, glaube ich, entfernt, mehr oder weniger. Weil Hala Und die um Level sind auch erhöht 20% von denen. stärker ist. Genau. Es kommt schon aber noch ein Stückchen, was wir hier machen müssen. Das ist halt das Ding. Ich habe keine Ahnung, was wir noch machen müssen. Ich halte mich an Downy. Diese Generation seit Jahrzehnten nicht gespielt. Yeah. Ich bin the Was für ein Wetter man hier schön ist. who's making the Warm. calls.
Makuhita war auch... Sieht das Downy genauso außer früher wie dieses Makuhita? Sieht jetzt noch so aus wieder. bin Kannst du genauso auf zuhauen? Was? Kannst du auch genauso auf zuhauen wie der? Ich wünschte. Also kommt drauf an, wie oft der jetzt Armfrost hittet. Zweimal? Ich hätte gesagt, zwei kriege ich hin, bei drei bin ich unschlüssig. Das ist dann ein Spiel mit dem Feuer. Dreimal? Ja, doch, sehe ich aber bei dir. Habe ich eigentlich noch so eine Combo? Ein volles Item? Ich habe eine Hirntafel. Ich glaube, du hattest eine Psychoattacke, dann kriegst du noch die Hirntafel. Aber ansonsten habe ich nur Schwachsinn. Habe ich den EP-Teiler? Ey, wo kommt er her? Oh mein Gott, mein EP-Teiler war auch die ganze Zeit an und ich frage mich schon die ganze Zeit, woher ich diese ganzen Level immer mache. Aber den habe ich, glaube ich, vergessen anzustellen. Ein paar Ofen-Toast, das ist super geil, ja. Das sehe ich. So ein schönes Ofen-Toast würde ich auch nehmen. Würde ich auch nehmen, ja. Herrscher sollte auf 14 okay. sein, dann ist er auf 17. Bei plus 20%. Ja. Yes. Nee, jetzt hat sich Downy in Hariyama entwickelt, ja, würde ich fühlen. Der kann surfen, ich würde gern surfen können. TM41, freier Fall. Das wäre, glaube ich, eine coole Sache, so surfen zu können. Das stelle ich mir cool vor. Das ist nämlich auch so ein exotisches Ding, wo man sich jetzt nicht denkt, wie ich spiele Fußball. Sondern so, wenn du sagst, ich surf übrigens. Ja, wobei, es klingt auch ein bisschen hochnäsig irgendwie. So, wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich so jemanden begegnen würde, der sagt, ich surfe übrigens in meiner Freizeit. Finde ich irgendwie wird Käfer gebrummt. Ja, ist nice. Ey. Ich kann Ach so, ich nach Teil bekommen, was nur mein Zwillig lernen kann. Nach den 20% ist er auf 14 Uhr. Ja, gut. Dann sind wir doch ein bisschen höher gelevelt, sag ich mal. Ja, 15 bin ich jetzt, ist in Ordnung. Ja, es geht schon. Hallo Nagato, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Ja, ich behaupte ich mal. Alles easy peasy, lemon squeezy. Ich weiß gerade gar nicht, wo der letzte jetzt hin ist. Ich habe nicht aufgepasst. Ein Stück. Nee, habe ich jetzt wieder das Ding von neu getriggert? Hala ist nochmal 16, also jetzt. Ey, 19. Warum bist du jetzt da oben? Das wollte ich ja 1 bei Pokelink. Ja, lass mal das Pokémon nur einmal haben. Genau. Damit ihr nicht vergesst, dass. Nicht, dass ihr denkt, wir das haben wir zweimal. Richtig. Habt ihr auch einen guten Tag gehabt? Ja, war okay. Das ist Level 1. Ja, wir ändern die Level aber nicht. Hätte besser sein können. Sag mal, was ist denn mit dem? Ich glaube, jetzt habe ich. Wo der hingeht oder was? Ich habe Kumu-Milch gefunden. Ja. Stark. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Boah, ich schaue. Wer steht mir? Die Show kennen sich ja auch ein paar. Und da hat Sarah Connor erzählt, was ich auch ein sehr weirdes Hobby finde, bei dem ich mich frage, wie man drauf kommt. Ihr Hobby ist es, mit Walen zu tauchen. Ich weiß nicht, wie. Ich weiß nicht mal, wie dieser Prozess entsteht, dass man sagt, ich finde Wale so geil, ich würde gerne mit denen tauchen. Ich meine, ich hatte also, mal vor, mit meinem Bruder tauchen zu gehen. Das wollten wir uns mal als Hobby anlegen. Haben wir dann nie gemacht, weil wir hätten halt immer dafür ultraweit fahren müssen. Also ich hatte schon Interesse daran, aber mit Walen zu tauchen dann? Ja, ich glaube auch per se zu tauchen, wo man nicht so weit weg vom Strand ist, das ist glaube ich, ganz nice. Aber mit Walen? Da denke ich mir auch so, nee, das ist mir wieder so ein Oschi zu groß, muss ich sagen. Also ich gerne mache das Bogenschießen. Ich habe das ganze Equipment dafür da. Das sind wieder viel zu viele Gefahrenpotenziale, weil ich glaube, wenn du einem Wal begegnen bist, musst du ein bisschen weiter rein. Kommt auf den Wal an. Ja, ein Wal tut tatsächlich dir könnten Wale dich niemals hops nehmen, weil die keine richtigen Zähne haben und du zu groß bist. Ich bin zu groß für einen Wal? Echt? Ja. Also okay, für bestimmte Wale sicher, aber wenn das so ein richtig großer Wal ist und ich glaube auch die richtig großen Wale, weil die haben halt nur einen relativ kleinen Speiseröhre, da würdest du nicht durchpassen und die können dich halt nicht kauen. Das heißt, ich würde dann einfach für den Rest meines Lebens in seinem Mund chillen, wenn alles kacke läuft. Ja, so ungefähr. Und dann halt einfach da sterben. Ja. Ich meine, der würde dich wahrscheinlich nach ein paar Minuten wieder rauslassen, weil er, obwohl... Vielleicht. Ja, das frage ich mich halt auch. Könnten ja schon reichen. Würde der einen rauslassen, ist die Frage. Merkt der, realisiert der das, dass du da noch in dem Mund chillst? Oder denkt der sich so, ja, das ist wohl wieder. Ich glaube, die wissen, dass du zu groß bist, deswegen würden die es nie probieren. Ich habe gerade meinen Zahnstocher nicht parat.
Mach du mal. Ja, ein Hit mit der Schwanzflosse ist, glaube ich, auch schwierig. Ey, Scheiße, ich habe schon wieder vergessen, was ich machen muss. Das ist nicht in Ordnung. Muss ich jetzt nochmal rüber? Ist er, glaube ich, wieder da drüben. Ich passe gerade auch so gar nicht auf, was hier passiert ist, der Wahnsinn. Ich verschenke 10 Amazon-Karten, wenn Downy mit Orcas tauchen geht. Das wird nicht passieren. Meine Hobbys sind mit Seekühen zu robben. Ich glaube, eine Seekuh. Ja, wobei. Nee, Seekuh war, glaube ich, auch ziemlich schwer, oder nicht? War es nicht. Also, es gibt noch irgendwas. Irgendwas, was. Oh, hallo, so ein Dame. Es gibt noch irgendwas, was so ähnlich aussieht wie so Seekühe-Walross-mäßig was. Was aber unfassbar ungefährlich ist und ja eigentlich nichts kann. Du kannst aber jetzt das ganze Jahr über grillen. Wieso das? Aber grillen wäre auch geil. Wie wär's, wenn du einfach nicht vor seinem Mund taust? Ja, natürlich, tendenziell schon, aber wer weiß, vielleicht passiert's mal. Okay, wenn ich mit dem Typen rede, kommt das Herrscher-Pokémon, oder? Also chill ich jetzt erstmal eine Sekunde. Kann man die verbrennen oder sowas? Oder sind die wieder immun gegen alles? Die könntest du verbrennen normalerweise, ja. Walross, so heißt die noch. Dann fange ich damit direkt mal an. Bist du schon mit allem fertig? Ich bin hier fertig, ja. Okay, dann war ich nur zu inkompetent, das ist in Ordnung. Jetzt hätte ich doch irgendwie, dadurch, dass ich jetzt Schallwelle habe, hätte ich jetzt doch gerne meinen Seidenschal, aber was soll's. Also ich könnte in den Kampf rein, also ich könnte reingehen, ich wenn auch. Du bereit bist. Kai nochmal kurz komplett hoch und dann rein in die Masse. Ja, Walrosse sind gefährlich, da bin ich mir auch sehr sicher. Ich glaube, die sehen auch gefährlich aus. Seekuh ist, glaube ich, nicht die weibliche Form von einem Walross, oder? Heute richtige Biologiestunde. Da brauchst du noch das Taurus. Die war ich immer schlecht. Seekühe und Wasserschweine sind sicher in der Nähe zu sein. Okay. Wir haben doch hier einen Doktor in Biologie im Chat, oder nicht? Haben wir das? Nicole? Eben Molga, ja, das geht fit, würde ich sagen. Es ist voll cool, ich realisiere es jetzt, dass du Ultramond auch hast und nicht Ultrasonne. Ja, ja, das genau. Das ist aber auch unsere Tageszeiten unterschiedlich. Ach nee, Mann. Was ist passiert? Nix, war nur gefragt. Warum drücke ich nicht Juwelenkraft? Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt im Garten ein Pavillon mit gebauter Grillstelle und Tischen. Das klingt mega geil. Die haben Pinguine, das sagt man. Okay, die Schallwelle hat aber trotzdem gut Damage gemacht und er frisst eine Beere. Okay, der heult erstmal, das ist in Ordnung. Tara-Beere erhöht die Spedef, was? Okay, wir haben den verbrannt. Ich glaube, der Kampf ist over. Oh mein Gott, das ist ja so ein Flashback damals, als bei mir... Boah, jetzt ist er auf plus 2 Spedef und plus 1 Special Attack. Na gut. Taubsen gerufen! Jetzt ist vorbei für mich, da mache ich gar nichts gegen. Was? Wie viel hat denn der Funkensprung gerade abgezogen? What? Mann, der wird das ab... Wieso hat das so viel abgezogen? Warum macht der Burn so wenig Schaden? Das macht ein Hundertstel. Mit wem ist nochmal Ninjatum verlinkt? Mit Lichtl, oder? Wie heißt das? Zippo, dein fünftes Mod. Mit meinem Vibrava. Weil ich überlege gerade, ob ich den reinwerfe, aber ich glaube, Meryl kann Walzer. Oh ja, dann geht es. I guess, ich kann in Luxion noch gehen, das sollte okay sein. Ach, stimmt, wegen Ladevorgang! Stimmt! Ich hab dir im Bann keine Angriffe gegen mich, ich kann ja einfach chillen. Ja, dann ist ja optimal. Sicherlich, nur das kann kein. Ja, Level 14 kann dann vermutlich keine finden. Und wir hinten die Feuerwirbel trotzdem, wir minus 3 für Genauigkeit sind. Seekühe sind ihre eigene Art und entfernt mit Elefanten verwandt? Okay. Na gut, crazy. Hätte ich jetzt nicht geraten. Wär jetzt nicht mein erster Guest gewesen. Wäre auch nicht mein erster Guest gewesen. Ey, ist auch so wild. Bei dem Spiel von Dienstag gibt's einer hatte quasi die Hexe und der Zauberer als Spielfiguren. Und ich wusste gar nicht, dass. Also bei der Hexe und der Zauberer gibt's so eine Szene, wo die gegeneinander kämpfen. Und es ist teilweise echt weird, mit was bekämpft wurde. Also eine Maus wurde wenigstens mit einem Tiger bekämpft zum Beispiel. Aber einfach
Der, also Merlin war sowieso ein bisschen, weiß ich nicht, war nicht ganz bei sich, habe ich das Gefühl. Weil der hat sich in eine Krabbe zum Beispiel verwandelt. Und jetzt rate mal, was ist natürlich der natürliche Feind von einer Krabbe, worin sich die Hexe verwandelt? Ich würde sagen, also eine Schildkröte. Fast ein Nashorn. Ach, ja, wenn man es weitergeht gewesen. Ey, da gibt es teilweise so weirde Matchups. Gegen die Ziege wird auch der Drache in den Ring geschickt, zum Beispiel. Also, das ist ganz, ganz weird. Daran habe ich mich gar nicht so erinnert. Aber ist mega komisch. Oh, danke Downy übrigens für den Shoutout. Ich weiß gar nicht, woher der Shoutout kommt. Ich habe den nicht gemacht. Weiß ich auch nicht. Und da Ich waren wir auf sehe einmal. auch keinen Mod, Diesmal. der einen Befehl dafür ausgeführt hat, aber war vermutlich schon. So, jetzt haben wir. Falls ihr es nicht wusstet, freier Fall hat keine Wirkung auf Taubsi. Ja, du kannst freier Fall nicht auf Flug-Pokémon einsetzen. Das wusste ich jetzt nicht. Jetzt weißt du es. Was haben bitte Tatsächlich weiß ich Nashörner es mit jetzt. Krabben zu tun? Ich weiß es nicht. Mit was denkt ihr, sind Hyänen verwandt? Hunde oder Katzen? Ich sag Hunde. Mit was verwandt? Hyänen. Oder Hyänen. Das wird was richtig Dummes sein. Ja, also das sind. Ich weiß nicht, ob du bei der König der Löwen dich an die Tiere erinnerst, wo die in diesem Skelettwald oder wie ich es nennen soll, da gelebt haben. 1000 Stunden Pokémon, weil, ey, ich hab doch nie im Leben Gen 7 richtig gespielt. Ja, es hat auch nichts. Ja, das war aber auch schon Gen 5 so, glaube ich. Aber es hat auch damit nichts zu tun, weil wer zum Teufel benutzt freier Fall? Das ist die unnötigste und irrelevanteste oder einer der unnötigsten und irrelevantesten Attacken, die existieren. Ja, ich hab gewonnen. Ja, gut. Nimm's Stark. einfach fliegen. Ja, eben, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Ich hätte jetzt auch Aber ist eher es auf Hunde-artig Z-Kristall oder ist es getippt. irgendwie, weiß ich auch Das ist nicht. ein Z-Kristall, ja. Der Damit Leder. könntest du jetzt den mächtigen Z-Normal-Move einsetzen und damit den Hyper-Sprint-Angriff abfeuern. Was ist. Alter! Es ist auch gut, dass Okay, ich ich hab's ja das. schon ein bisschen hyped. Ja, das dachte ich mir. Der wird dir auch gleich noch gezeigt. Deshalb ist es immer gut, Gen 7 Isu mal zu ist nicht spielen, entwickelt. um Das sich ist ja für voll. Flauberts der dümmste Flieg vorzubereiten. Da wird immer gerne gefragt, wie die 7-Moves heißen. Ist es jetzt entwickelt? Wie entwickle ich das in PokéLink? Du musst ein neues Pokémon Wo eingeben ist. Ach und den du Namen halt Mann. eingeben. Wobbuffet, da ist es. Danke Richtig. sehr. Man muss wie in den alten Zeiten alles per Danke, Hand Saibro. machen. Okay, dann sind es wohl doch eher Katzen. Hat noch jemand eine Frage, was Biologie angeht, dann Dr. Downstone, Professor Dr. Sirius? Ich richte meine Frage weiter an letztlich jemanden, der Biologie studiert hat. Habe ich im Chat hier da, Nicole, dein Einsatz? Ne, ich habe eigentlich nur gefragt, ob es noch eine Frage gibt. Okay. Gibt's Fragen? Ne, ich glaube nicht. 10 Superbälle. Hätte ich mir das Bälle kaufen Ah, ersparen wir können. können jetzt übrigens hier einen, ja, ich wollte gerade sagen, einen Counter finden. Du hast Gott, okay. Ich glaube, das kann ich nicht überbieten. Das glaube ich auch. Aber jetzt stimmt, ich Ich merke gebe auch mir Mühe, gerade, ich gebe mir Mühe. kommt der Punkt, an dem wir entscheiden müssen, wen wir potenziell auch raustun, ne? Was mache ich gegen Mäuse in der Wand? Ist das etwas, was so einen Biologen fragen würde? Das ist doch eher was für einen Ich Kammerjäger, kann oder? nicht mal sagen, das ist Bin ich mir nicht potenziell eher sicher. weniger was für einen Biologen. Ei oder Huhn, was war Mann, was zuerst wollen da? diese Clowns die ganze Zeit? Ich glaube sogar, Was ist das? wurde das nicht letztens sogar beantwortet? Dass das Huhn als erstes da war? Irgendwie sowas. Okay, wir haben ein. Nicht schlecht, Finn, nicht schlecht. Das Das hast du schon, oder? mächtige Normal, du Nein. Downy mit dem Encounter-Glück, ja. Mega lucky Hast sind du wir nicht unterwegs. zufälligerweise schon? Wusstet ihr, dass Fische so gut wie blind sind und nur über die Mittellinie Hindernisse aufspüren? Nö. Ich glaube, Fische wären somit das letzte Tier, mit dem ich mich aktiv auseinandersetzen wollen würde. Warum Aber ich essen glaube, die werden Koalas dafür nur schon. Eukalyptus? Weil sie hungrig sind und das geil schmeckt. Und ich sag, wenn vor dir eine Scheibe Brot liegt oder der geile Burger, warum solltest du nicht den geilen Burger nehmen? Wir spielen ohne Typenregel, ja. Ich bin tatsächlich auch kein großer Fan von der Typenregel. Also finde ich es besser, dass wir uns gegenseitig die Mons, die wir haben, verbieten, als dass wir mit der Typenregel spielen. Ja, das gefällt mir auch besser.
Ein Picky Eater fühle ich auch. Man muss ja nicht alles über sich ergehen lassen. Kann der jetzt im Ball bleiben? Das wäre echt toll. Das wäre echt großartig. Ja. Also es ist jetzt hast nicht. Hast du schon einen Namen, wenn du bist dran? Ah, nee. Also es ist jetzt nicht das allermächtigste Pärchen auf diesem Planeten, aber ich hätt's trotzdem gerne. Danke. Ich sag mal, wenn es ansonsten gut ist, auch Zeit. Ich gönn's jetzt einfach mal Leon, der hat zwar ein bisschen zu früh abgeschickt, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Also es wird der gute Leon. Das ist halt die Frage, ob wir... Ich hab auch die ganze Leptile an. Ah, deshalb sind wir nämlich auch so hoch gelevelt. Jawohl, Unkenntnis plus Special Attack minus Init, Wahnsinnswesen. Ich weiß halt nicht, wollen wir den reinnehmen? Brauchst du das, Flurmel? Willst du das, Flurmel? Also bei mir macht es jetzt gerade keinen Unterschied, wenn du es unbedingt brauchst. Ja, nee, ich auch nicht. Dann schicken wir den erstmal auf die Bank. Mit weniger Arbeit für uns. Oh, ich wurde straight up angegriffen, wow. Oh mein Gott, das wäre ja so ein viel besserer Encounter gewesen. Oh Mann. Da oben liegt ein Item rum. Also, Mann. Wo liegt ein Item? Da war so was am Glitz. Oh mein Gott, das wäre auch so viel besser gewesen. Also bei mir ist kein Item mehr. Da war ein Glitzern, eigentlich alles mitgenommen. Item. Oder ich weiß nicht, ob das ein Item war. Da war was Glitzerndes. Wie schade, dass hier... Das heißt, normalerweise, dass so ein Item liegt. Würde ich jetzt behaupten. Ich sag, besser als der Encounter auf jeden Fall. Männliches Wadribi. Wie schade, dass Jonas Dalek spielt. Da ist schon okay. Das ist okay, glaube ich. Eieieiei. Oh Gott. Ich mag Tiere voll gerne. Hab meine Bachelorarbeit im Zoo gemacht. Das stelle ich mir auch irgendwie cool vor. Also ich weiß, Zoo ist jetzt nicht der allergeilste Ort auf diesem Planeten, ne? Aber prinzipiell finde ich Tiere ziemlich cool. Und ich gucke die mir auch prinzipiell gerne an. Auch wenn das Zoo da sein jetzt... Für die meisten Tieren. Bitte hab kein Arena-Trap. Ich habe die Vermutung, er wird's haben. Bei unserem Glück. Wobei, du kannst trotzdem, glaube ich, fliegen. Geister können, glaube ich, nicht mehr getrappt werden. Oh, nice. Aber ich bin mir nicht sicher, ob welcher Gen das so ist. Also, kann aber jetzt einfach Glück gewesen sein. Wo sie ja, dass Koalas und Pandas einer der dümmsten Tiere der Welt sind? Nö, jetzt wissen wir's. Nee, du. Ja, und Pandas wären schon ausgestorben, das weiß man. Ich glaube, das ist so ein allgemeines Ding, was man weiß, dass die ziemlich dumm sind. Das fühle ich auch. Ich glaube, Panda ist mein Spiritual Animal. Da sehe ich mich einfach. Einmal ganzen Tagen fühle ich mich auch einfach Panda. Dumm sein, keine Verantwortung haben, Berg runterkullern, essen. Das klingt eigentlich großartig, um ehrlich zu sein. Das klingt eigentlich wie mein Leben jetzt schon. Ich wünschte, mein Leben wäre so. Das wäre ein Träumchen. Macht mal, dass ich auf YouTube und so mehr verdiene. Dann kann ich einfach... Boah, ey, ich muss dann kann sagen... Dann auch einen Berg runterrollen. Dann kann ich nämlich auch irgendwann einen Berg runterrollen. Dann roll ich einen Berg runter. Wenn ich so viel verdiene, dass ich... Ich sag mal, in den nächsten 10 bis 15 Jahren ausgedient habe, was Geld angeht. Ey, das ist halt wirklich... Das ist halt wirklich das einzige Ding, ne? Dieses Influencer-Dasein ist halt so ein unsicheres Dasein. Deshalb weiß ich immer nie, ob ich das machen wollen würde. Um das zu probieren, ob man damit quasi durchbrechen könnte. Dass man damit leben kann. Aber dafür müsste ich, glaube ich, auch aus Bayern raus. Du müsstest auch sehr viel zurücklegen und das sehr schnell. Damit, glaube ich, habe ich nicht mal so ein Problem. Also ich bin ein wirklich sparsamer Mensch. Und ich achte schon sehr viel auf sowas. Und ich bin jetzt niemand, der sich denkt, oh, ich will jetzt da Geld ausgeben oder so. Ich meine, jetzt verdiene ich ja auch sehr viel mehr Geld. Und denkt mir jetzt auch nicht, oh, jetzt will ich jeden Tag essen und so kaufen, dies, das, Ananas. Ja. Das sehe ich also, genauso. Das ist halt auch das Ding. Deshalb, eigentlich bräuchte ich ja auch keinen Bausparvertrag oder sowas in irgendeiner Form. Ich glaube, dass. Also. Zumindest. Hypersprintangriff! Zumindest jetzt nicht in dem Sinne, dass ich da irgendwie nicht es alleine hinbekommen würde zu sparen. Mit Bausparrat natürlich jetzt auch nochmal andere Gründe, aber ich glaube, viele machen es auch. Oder viele machen sich ja auch so ein Zweitkonto, weil sie sich selber nicht zügeln können, dass sie zu viel Geld zum Beispiel ausgeben. Das finde ich auch immer so crazy. Dass da Leute teils so wenig Kontrolle haben.
Meinst du, es ist Krokodil-Kaum-Bewegung? So zwischendurch gönne ich mir schon mal was Größeres, aber das kommt immer in so Phasen, dass das eigentlich voll in Ordnung ist. Zum Beispiel jetzt, ja. Das ist schon was Größeres, aber demnächst lasse ich mir mein erstes Tattoo machen, was wahrscheinlich vierstellig werden wird. Aber das ist halt auch, also ich kann mich nicht erinnern, weil ich letztes Mal so einen Betrag ausgegeben habe für irgendwas. Und die Rest der Zeit spare ich halt einfach nur. Die Route ist übrigens eine neue Route, also wenn du da zum Gras oder in den Static gehst, das ist ein neuer Encounter. Was wären die normalerweise? Du kannst einfach den fliegenden Schatten auch nehmen, das ist Habitat, glaube ich. Aber ist ja randomized. Nee, das ist. Ja, aber es ist mit den Base-Stats. Na gut. Achso, ja, okay, das ist schlau, ja. Sehe ich. Okay, ich bin reingerannt. Wir haben ein. Was hier nix SOS rufen, das ist, glaube ich, die Route mit dem Brutalander, ja. Das ist ein das ist jetzt aber wirklich mal dupes. Sehe so Kids, oh Gott. Würde ich Meshy Delicious in Dungeon empfehlen. Läuft aktuell noch, aber ist mega funny. Okay, warum geht's da? Ist das gut? Ja, ich flüchte. Ich glaube, der kocht einfach nur in einem Dungeon. Oh, wobei das wirklich nicht so schlecht sein soll, habe ich gehört. Also, das wäre etwas, was man sich überlegen kann. Wusstet ihr, dass man Krokodil und Alligatoren erformt? Aber was habe ich eigentlich mit den ganzen Geistern? Ja, wobei ist es ein okayisches Pärchen, Kronjuwel plus Gengar. Das ist jetzt zumindest etwas, wo ich sage, das kann man später auch mal noch benutzen. Ich habe jetzt das drei Geister. Würde ich jetzt von Illumise und Pandir so semi behaupten, sage ich mal. Das stimmt. Ich sag, es wäre nice, wenn der jetzt so ein nices Mon SOS rufen würde. Das wäre. Habitak aus Monstern kochen die. Okay. Ich habe das mächtige Sesokitz geschnappt. Schnell, einfach, ein Heilmittel sollte nicht in einem Satz vorkommen. Damn. Warum nicht? Ey, ich hab's. Okay, wer möchte Nebulak sein? Ich glaube, ich habe noch nie mal einen IQ-Test gemacht. Ich weiß nicht mal, was für Fragen bei einem IQ-Test kommen, um ehrlich zu sein. Du hast ja trotzdem als erstes das Sesokitz encountert. Ja, aber juckt ja nicht. Sag, bei SOS kann man auch. Caesar, wir haben dich schon. Risal, dann du. Risal ist in Ordnung. R-I-S-A-L. Das krieg ich hin. Das könnten wir sogar mitnehmen. So. Hat das Levitate? Ja. Habe ich mittlerweile eine Antwort gegen das Primal Growder? Nein. Ich guess genau, hä? Wobei, stimmt, ja. Ja, also wegen mir können wir den gerne reinnehmen. Wen willst du rausnehmen? Weil wir sind alle gut. Nein, ich habe ihn in die Box geschickt. Such dir aus, ob's. Also am ehesten Sippo, weil den traue ich mich eigentlich nie reinzuschicken. Wer ist Sippo bei dir nochmal? Ich habe ihn jetzt außerdem in die Box geschickt. Wir müssen erst zum nächsten Pokécenter gehen. Ja, lauf halt wieder zurück. Lauf jetzt zurück, was soll denn das? Hey. Oh. Also währenddessen darfst du dir gerne überlegen, ob du Mimi, Sippo. Ja, Mimi oder Sippo rauswirfst. Dann würde ich Mimi nehmen. Okay. Das ist ein ziemlicher 1:1 Trade. Oh, Evoli. Das ist ein. Also, um es mal klarzustellen. Ja, das habe ich verstanden, Leon, aber ich fand die Reihenfolge der Nachrichten sehr witzig. Und Dierling hieß. Warte, wie war der Name? Risal. R-I-S-A-L. Ja. So. Da habe ich auch einen Leech Seeds. Verschwendete Punkte. Ja, du musst. Also prinzipiell muss man warten, bis ich Wer will geschrieben habe bei mir und dann darf man raushauen. Aber ich glaube, die Encounter sind jetzt alle nicht so berauschend, dass die meisten sich denken, weiß jetzt nicht, ob ich das werden will. Warum laufe ich eigentlich gerade zurück zum Pokémon? Ja, doch, zum Heilen ist vielleicht nicht verkehrt. Sesam Kids hat auch eh gesagt. Das finde ich actually ganz nice. Das kann durchaus nützlich sein. Brauch mal Pokémon mit ein paar vernünftigen Angriffen. Ich werde immer gestallt. Ja, meine Angriffe lassen auch teils ein bisschen zu wünschen übrig. Oh, zumindest wenn ich nicht dieselben Pokémon benutzen will. Da das bei mir auch noch so ein kleiner Kasus Knaxus. Vor allem dann auch noch sowas wie Zwirrlicht mit freier Fall ist einfach dein bester Angriff. Das ist halt. Oh mein Gott, das dann wir mich jetzt so daneben treffen. Das ist auf jeden Fall ausbaufähig, würde ich behaupten. Mehr als ausbaufähig. Ach nee. Oh mein Gott.
Ja, läuft bei dir auf jeden Fall, läuft bei dir. Naja, ansonsten, ich bin auf jeden Fall froh, dass morgen... deswegen fliegst du raus mit mir aus dem Team. Ich bin ansonsten auf jeden Fall sehr froh, dass morgen wieder Freitag ist. Ich habe auch momentan, ich muss auch irgendwie momentan lernen, mir irgendwelche neuen Ziele zu setzen, auf die ich mich freuen kann, damit ich nicht so jahrhundertemäßig warte auf den Urlaub, weil mein nächster Urlaub dauert halt echt noch eine gute Weile. Und so momentan habe ich einfach nichts, wo ich hinfieber. Ich meine, das krasseste Event, was jetzt demnächst kommt, ist ja freaking Pokémon Day. Und ich weiß nicht, das ist kein gutes Zeichen. Da kannst du eigentlich nur enttäuscht werden. Ja, eben. Und dann das nächste weiß ich nicht. Hast du die Nintendo direkt gestern gesehen? Das war ein Partner da. Ich möchte bitte, dass das Ding Partner da genannt wird. Die richtige Antwort wäre jetzt gewesen, welche Direct. Ja. Ich weiß nicht warum. Also ich dachte mir schon, dass das sowas ist. Aber ich war mir auch so unsicher, als ich die Ankündigung gehört habe, ob Partner Direct jetzt wirklich heißt, dass es einfach nur so mit Indie-Games ist. Aber eigentlich ist es doch dann immer... Hieß die dann nicht immer Indie Direct? Deshalb war ich so irritiert, was da jetzt kommt auch. Und war so, dachte mir so, ja, okay, gucken wir einfach mal, was wird. Aber dann, da war ja nur Müll. Also da war ja nichts Gescheites dabei. Also wirklich nichts. Ich habe jetzt den Slot, wo Duskull war, einfach durch Nebulak ersetzt. Right? Mhm. Also das ist der dritte Slot bei mir. Ja. So habe ich es auch gemacht. Das hat gar nicht mal so. Ohne deine Submissions hätten wir Probleme gehabt mit der Verfügbarkeit von vielen anderen. Du warst einer der wenigen, wo uns die Verfügbarkeit sehr geholfen haben. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Gern geschehen. Mein nächster Urlaub wird teuer. Zuerst Rammstein-Konzert, dann Japan-Tag. Ich weiß nicht. Aber Downey, sieht man sich vielleicht auf Dokumi? Nö. Als Anime gehört? Dafür habe ich nicht genug Urlaubstage, dass sich das lohnt. Das Problem ist halt, wenn du immer am Süden, also am Arsch von Deutschland lebst, also es lohnt sich nicht, an einem Freitag irgendwo loszufahren, damit ich mitten in der Nacht irgendwo im Nirgendwo ankomme. Oh ja, das recht. Und dann, wenn ich Samstag fahre, dann ist auch kacke, weil dann ist das ganze Wochenende geht zwar drauf, was per se jetzt nicht ganz so schlimm wäre, aber wenn du halt dann am Samstag auch noch so spät erst da ankommst, ist halt auch wieder kacke, also ist irgendwie... Ich hasse Vollzeitarbeiten, das ist so ein dummes Scheiß-Konzept. Ausland. Bayern. Und zwar auch sehr weit unten in Bayern, in München. Das ist halt noch das nächste Problem. Oh, mein Habitat wäre ein Doom-Vulkano gewesen. Weiter nach unten geht's vor Scornet. Ja, aber bei mir geht's nicht weiter westlich. Also ich brauche eine halbe Stunde für die Niederlande. Das ist auch wild. Ist gut zum Einkaufen. Oh, das wäre aber auch nicht schlecht gewesen. Der wäre actually sehr cool, ja. Aber beim nächsten Mal... Ich wusste die Screenmaße halt nicht wirklich von der Discord-Übertragung, aber ich sehe, ich kann nach links und rechts auf jeden Fall noch ein bisschen Platz bei meinem Layout machen. Das werde ich wahrscheinlich noch bis zum nächsten Mal anpassen. Hast du gesehen, was Sephiron gerade als Souling macht? Der macht Luminescent, ja. Und ich bin schockiert. Ja. Wie langsam man in einem Projekt vorgehen kann. Ich glaube, war der nicht irgendwie Part 10 und dann war er. Ist er jetzt, sind sie nicht bei Part 10 und sind jetzt irgendwie bei Mars oder so? Du bist ja auch schon. Du bist ja viel weiter. Ja, ich bin schon im Blumenbeet. Mehr, was auch immer. Ich bin einfach reingerannt. Und ich weiß nicht, wie die zwei es auf jeden Fall hinbekommen haben, dass man in Part 10 erst dort sein kann. Aber sie haben es hinbekommen. Resets. Das haben wir auch noch. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Da mache ich mir keinen Kopf. Aber es ist trotzdem crazy, wie lange die gebraucht haben. Ich verstehe es aber, also es ist eine gute Sache für die, dass sie so lange brauchen, weil dann hast du mehr Videos, ne? Ich suche mal nach einem Encounter-Leinchen. Okay, ich mach mit. Hä? Oh. Ah, weil Oricorio! Ach du Scheiße! Oh! Oh, das ist ein nices Pärchen. Also ich habe einen Klick-Die-Klack, kann ich dir nämlich sagen. Wir werden meins wahrscheinlich nicht fangen, weil es eine niedrige Catch-Rate hat. Klick-Die-Klack! Stimmt, aber... Was soll das, dass das Ding die nicht hops nimmt? Ja, ich weiß jetzt auch noch nicht, wie gut ich meinen fangen werde oder nicht. Ach, der ist ja gar kein Drache, der ist ja finde ich weiß. Das habe ich davor auch schon... Deshalb habe ich davor gesagt, oh, das klingt sehr nice. Ich
Ich brauche auch nur 35 Minuten nach Holland, das finde ich immer so crazy. Wenn du so nah an einem anderen Land wohnst, finde ich das irgendwie wild. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht sehr weit weg von Österreich oder so, da fahre ich auch 2 Stunden mit dem Zug hin. Du bist schon in einem anderen Land. Ist das nicht viel besser? Also, ja, das würde ich schon sagen. Fang es? Ach, nee, was denkst du, was ich hier versuche? Aber man muss auch sagen, ja, die haben extrem lange für ihre Kämpfe gebraucht. Ich muss auch sagen, wir sind auch sehr viel langsamer unterwegs, als ich das überhaupt dachte. Also von dem her kann ich das jetzt etwas besser. Ich habe ja auch selber noch nie eine Zowlink gemacht, deshalb konnte ich das, glaube ich, auch bis dato nicht wirklich gut nachvollziehen. Greifen Sie mal mit Biss an, das wird ja wohl überleben. Ich weiß ja, was Luminescent ist. Ich wollte Luminescent auch spielen. Aber Renegade Platinum. Boah, der kann schon Klickdiskus. Ist jetzt. Also das Ding ist, ich weiß nicht, wie gut David sich halt mit Pokémon auskennt, weil prinzipiell ist Renegade. Hey, ich hab ihn. Oh! Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Weil prinzipiell ist Renegade eigentlich ein echt einfacher Hack, muss man sagen. Also, ich glaube, wenn ich einen Hack Deathless versuchen würde, dann wäre es der. Ist das nicht der Hack, wo Ludwig gemeint hat, er versucht das unmögliche Spiel? Ja, wobei bei Ludwig, glaube ich, nochmal Renegade als Vorlage genommen wurde. Und nochmal. Einfacher gemacht. Ich glaube sogar ja. Also ein bisschen abgeändert wurde. Ja, aber I mean, Ludwig hat doch keine Ahnung von Pokémon. Also, was heißt keine Ahnung von Pokémon? Oh, ich habe ihn auch. Der weiß ja auch jetzt nicht so viel. Also der ist ja jetzt nicht auf unserem Niveau, sage ich mal. Ich weiß gerade auch nicht, wer dran ist. Ah, ich bin dran. Mit dem würde ich auch ehrlich gesagt kein Pokémon-Content zusammen machen. Mit wem? Ludwig? Ja, der ist. Nee, würde ich auch nicht aushalten. Würde ich, aber auch allgemein muss ich sagen, mache ich das mit niemandem, der keine Ahnung. Ja, wobei, will ich jetzt doch nicht so pauschal sagen. Ich sag mal, wenn meine Freundin so sagen würde, lass mal eine Soulink machen und das hochladen, dann würde ich sagen, rein da, das gibt super viele Klicks, da bin ich dabei. Das aber kann bei, ich sehen, ja. Aber bei allem anderen, weiß ich nicht, so als würde der gute Suppenspecht. Wie hast du denn geschrieben? Naja, wie man Suppen schreibt, also Suppe. Suppen und dann Specht, wie man Specht schreibt. Suppen. Passt das überhaupt? Ja, das passt tatsächlich perfekt rein. Und dann würde ich. Oh, wobei, wer war mit Sippo verlinkt? Ich glaube, es war nämlich das Lichtel, ne? Ah ja, passt weg. Also den. Sippo ist mein Vibrava. Ach so. Ja, also wir können Sippo oder Risal rausnehmen wegen mir. Ich würde lieber Risal rausnehmen. Ja, gerne. Weil das Ding ist, also einen Klingklang nehme ich doch ganz gerne mit und ich glaube auch, dass für dich ein ja, ist gut. Dings gut ist. Vor allem der entwickelt sich ja jetzt auch dann gleich noch. Also von der Seite ist das vermutlich nicht verkehrt. Nein, jetzt habe ich den. Oh! Jetzt habe ich den falschen raus. Mein Gott, okay, ich speede kurz zurück. Der zweite Rivalenkampf nach Jubelstadt, der startet direkt mit Competitive Items wie Focus Sash. Der zweite Rivalenkampf nach Jubelstadt? Da gibt's einen zweiten? Risa oder Flitzer wäre raus. Also den gab's da, glaube ich, gar nicht. Deshalb bin ich gerade leicht irritiert. Nee, der ist Bodendrache. Ich glaube, den gibt. Bin ich jetzt doof? In Platin gibt's normalerweise nach Jubelstadt. Ach so, doch, der. Ja, okay, wenn man den. Ja, doch, nee. Der startet aber, glaube ich, nicht mit dem Fokusgurt in Renegade, so, das stimmt. Wobei, da bin ich. Will ich jetzt nicht. Nein! Ich bin in den Festival Plaza gegangen! Nein! Oh, mein Gott, das wird jetzt dauern. Ich komme in einer halben Stunde wieder. Och du Scheiße, ich hasse es, dass man das machen muss. Warte, muss ja, ich der erste machen? Kampf. Was? Musst du das auch noch machen? Wie, was muss ich machen? Wenn man aus Versehen reingeht. Du musst dann hier ein bisschen was machen, wenn du da aus Versehen reingehst, ja. Okay. Dann passiert das zwar nie wieder, also selbst wenn du aus Versehen reingehst, musst du nichts mehr machen, aber am Anfang wirst du leider geforst, das zu machen. Müssen wir irgendwas in Blumen mehr. Oh mein Gott, wäre das gut gewesen! Ja, wurde das Ding jetzt nicht mehr wegteleportiert. Das ist vermutlich sehr richtig. Aber ich weiß gar nicht, maybe hat das da schon nicht mehr.
Aber ich vermisse irgendwie ein bisschen die Usum-Liga-Zeiten. Das waren crazy Zeiten. Die good old times. So, jetzt kann ich aber hier raus aus diesem Scheißloch hier. Mein Gott. Später, man muss das machen? Echt? Das wusste ich gar nicht. Oh nein. Okay, ja gut, dann können wir weiter düsen. Das falsche Pokémon ausgepackt, kann das sein? Hast du... Komm drauf an. Ich weiß es nicht. Wir haben Riesling gesagt. Doch, Riesal, nicht Riesling. Riesling. Der Riesling, der Säufer. Der soll noch schwerer sein als Renegade, ja. Renegade ist auch nicht schwierig. Ja, also, ja, genau. Gesagt. Ich habe jetzt Sane, Saipo, Suppenspecht, Caesar, Kane und Joris dabei. Ja, den Riesling habe ich natürlich auch nur im Kopf. Also wirklich unironisch habe ich den nur im Kopf. Weil ich damit halt ab und an koche, ne? Weil man kocht halt ab und an mal mit Wein, damit was. Oh, ein Simops wäre auch nice gewesen. Ja, also unironisch, ich hasse Alkohol, ne? Da bin ich halt dick raus. Ich bin auch bei Alkohol raus. Ich habe das letzte Mal Alkohol getrunken. Boah. Keine Ahnung. Meine Abschlussfeier? Vor 10 Jahren. Ja. Das, Latios Need! Ja, ich geb's mit dem Latios, wenn ich eins finde. Kann man respektieren. Das von dem Bayer, ja. Und ich sage euch, wie es ist. Bier ist mit das Schlimmste, was Alkohol angeht. Das schmeckt mit am widerwärtigsten, muss ich sagen. Also das mag ich halt wirklich gar nicht. Ich mag, also, ich glaube, bitter ist einfach auch ein Geschmack, den ich echt nicht gerne mag. Man sagt mir immer, dass ich mich an den Geschmack gewöhnen muss, aber ich denke mir halt, wenn es mir von... Schon gerade Champion Alex? Ja, das kann gut sein. Champion Alex schickt Gardevoir in den Kampf. Das ist auch wild. Muss man die machen? Ja, mach einfach mal. Ich glaube an dich, dass du es hinbekommst. Ich kann nur Whisky trinken. Nee, ich kann nicht... Mir schmeckt halt so gut wie kalten Alkohol. Wenn ich Alkohol trinke, dann darf es halt nicht nach Alkohol schmecken. Boah, das wird Spaß. Bei dir steht es ja schon wieder auf dem Screen, Spaß zu Spaß. Und hallo Mimsu, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, sie hat einen guten Tag. Hello. Ihr kommt in einer halben Stunde wieder, wenn ich fertig bin. Ja. Mach mal. Ich weiß gar nicht, in welche Trainerin du hier gerannt bist. Also vielleicht bin ich gerade doof. Aber in wem bist du reingerannt? Ist hier oben jemand? Oben am Ende, da steht so eine Frau. Ah ja, jetzt sehe ich sie. Ja, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Multi, vielen Dank für den nice Resub. Kuss geht raus an dich. Insane. Viel Spaß weiter mit den Emotes. Häng rein, mein Junge. Na, Teleport. Okay, die haben Teleport auf dem Level. Okay, die spammen Teleport. Bin gespannt, was sie bei mir hat. Wenn sie bei dir Gardevoir hat, kann sie bei mir auch was Starkes haben. Bojelin. Oh nee, nicht der Arsch. Mit dem bin ich momentan auf Kriegsfuß. Den kann ich noch gleich. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass ich den nicht besiegen kann, aber. Ich sag mal, in gewissen anderen Hexen wird der. Endlich mal eine Attacke. Oh, das ist nice. Wird er zu einem Elektro-Pokémon aus irgendwelchen Gründen und ich verstehe bis heute nicht warum. Dann ist es auch nicht bitter, nimmst einen Schluck Spezi, dann geht's ja. Dann trinke ich einfach so die Spezi und fertig. Hä? Das ist doch. Das finde ich ja mega unlogisch. Also wenn ich habe gesagt, du musst dich an den Alkoholgeschmack gewöhnen, aber ich denke mir halt, wenn es mir jetzt noch nicht schmeckt und es eh schmeckt, würde ich jetzt, warum soll ich mich dann daran zu gewöhnen? Ich hasse es, dass das so ein verherrlichtes, normales Ding ist, dass Leute einen das immer so ein bisschen aufzwingen wollen, aller, komm, probier es doch nochmal. Du darfst es dann auch gerne wegstellen, aber probier es halt nochmal oder du musst dich nur dran gewöhnen. Es ist doch eh scheiße für den Körper, warum soll ich das denn dann machen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Tag war entspannt und selber, ja, war okay. Also das ist sowieso so eine Thematik. Du musst es so lange probieren, bis du abhängig bist, dann schmeckt's. Ja, das denke ich mir auch, ja, dann logisch, ne? Dass es dann schmeckt, ist ja absehbar. Boah, die ganzen Encounter gehen mir gerade echt ein bisschen auf die Eier, muss ich gestehen. Das sind mir gerade ein paar zu viele. So. Bin ich einmal durchs Blumenmeer gedüst. Eigentlich, vielleicht geben wir uns wirklich bis zum nächsten Mal so Schutz oder so. Ah, wobei, es kann alles ein Shiny sein, ne? So muss man auch denken. Okay. Heiko muss nicht schmecken, muss wirken. Ach so, ein Schwachsinn. Ich habe... Ist ja sogar besser, wenn es dir nicht schmeckt, eben. Audi von Daumini nur bei mir schlecht? Ne, der hört sich immer so an. Nein, was meint ihr? Ist Daumini's Mikro wieder am... Ist mein Mikro wieder scheiße? Ich habe aber wirklich nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Du hörst dich für mich auch wieder mal ganz normal an.
Ja, hier, also hier bei mir werdet ihr es eh nicht merken, weil da ist das bisher noch nie vorgekommen, aber beim letzten Stream war es komisch. Okay, dann gehe ich ganz kurz einmal in die Szene, lösche ihn einmal. Es ist so weird. Das hat es letztes Mal gefixt. Also das Ding ist, das hatte ich aber auch noch nie. Dass ich bei irgendwem so, also ich habe ja auch schon öfter mit anderen gestreamt, deshalb wundert es mich, dass das bei dir jetzt so der Fall ist. Wieso bist du eigentlich aus der Höhle? Wir müssen da drin noch ein bisschen was machen. Weil, Siri, bist du leise? Ja, ich glaube, das ist jetzt gerade aber Absicht. Das ist wahrscheinlich... Ja, ich sehe gerade nichts. Ich bin gerade am Fixen. Da. So, jetzt müsste es wieder normal sein, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Test. 5, 4, 8, 9, 3. Das sind die Glückszahlen im Übrigen diese Woche. So, was musst du hier nochmal? Du musst ganz nach links. Ach so! Lashoking, ja, der wäre nett gewesen. Das ist wahrscheinlich dein Klingklang. Okay, es scheint wieder normal zu sein, sagen die Leute. Sehr gut. Also du musst einmal, also auch nirgendwo hoch, du musst ganz nach links, da ist so ein kleiner Höhleneingang, durch den musst du durch. Jetzt musst du durch die gesamten Busche. Nee, da nicht hoch, da nicht hoch. Und da wieder runter und da weiter runter, 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 runter. Runter und da ganz nach links jetzt. Ja, sehr gut, wunderbar. Und da ist eine Höhle. Also so ein kleiner Eingang. Nennen wir es mal lieber kleiner Eingang. Ich glaube, es ist besser. Ist das auch ein Encounter? In der Höhle ist ein neuer Encounter, ja. Alter, das Spiel ist ja stacked, was Encounter angeht. Ja, also in dem Spiel kriegst du wirklich gute Encounter. Zumal eh ein paar Bereiche auch... Ich weiß nicht, ob die Teils auch gleich benannt sind, aber es gibt halt auch Bereiche, wo man sich denkt, die sind so weit voneinander entfernt, die könnte man auch... Hallo, Yannick. ...getrennt werden. Okay, ich habe ein... Oh, Alola Sonder. Da greift halt jetzt die Dingsklausel, oder? Oder nicht? Weil ich habe ja prinzipiell Sandama. Ich glaube, wir haben uns gleich drauf geeinigt. Ich weiß es nicht, wir können es gerne so machen, das Regionalform mit reinziehen, dass du es nicht fangen darfst. Wir können aber auch sagen, das ist ein gesondertes Pokémon. Dass wir die fangen dürfen, right? Ja, genau. Also, wenn du damit d'accord bist, dann machen wir das so. Ja, dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Ich habe einen Teddy Ursa. Ich glaube, wir nehmen sowieso beide jetzt erstmal nicht rein. Ich meine, übrigens, ich habe gerade keine Alerts mehr an, weil ich vorhin gefollowboutet wurde. Ich habe alle Alerts ausgestellt seitdem. Ich kann die jetzt eigentlich mal wieder anstellen. Wir hassen Bots. Einfach alle Bots bannen. Das ist der way to go. Habe ich die ganze Szene gelöscht. Ah, okay, müssen wir später. Später. Kann ich leider gar nicht. Bam, bam, bam. Ich habe ihn auch gefangen. Sehr schön. Okay, wer möchte denn... Sandam und... Was hattest du? Teddy Ursa. Teddy Ursa sein. Sandam und Teddy Ursa. Arua möchte es sein. Na gut, dann A-W-U... Noch mehr ein U und noch mal ein U und dann A. Ich bitte. Vielleicht beim nächsten Mal. Oder übernächsten Mal. Willst du das mitnehmen? Ich würde, glaube ich, keine Veränderung machen. Nee, ich würde ihn nicht mitnehmen. Dann in die Box. Dann in die Box. Da ist ein Finsterball. Ich glaube, hier in der Höhle kann man auch prinzipiell noch den Flug-Simo finden. Und ich glaube sogar, wenn wir einen bestimmten Höhlenausgang finden, gibt es da auch nochmal einen Angel-Encounter, den wir uns snacken können. Oh! Wenn wir angeln? Das frage ich mich gerade auch. Ich glaube, ja. Was will er denn jetzt? Ja, wir kämpfen. Heilige Scheiße, hä? Was ist denn jetzt mit ihm los? Was ist das denn? Ja, das ist ein Kampf. Ach, echt? Ja, ich hab aber auch gerade nicht mehr dran gedacht, dass die erscheinen. Ich wusste, dass das Cosmog da ist, aber ich wusste nicht mehr, dass er da ist. Brüller. Der hat auch normalerweise die Vorentwicklung von Naganadi. Nee. Ja, ein Venikro hier sonst? Aber ja, vielleicht weil es eine Ultra-Bestie ist oder so, ich weiß es nicht. Ja, es könnte jetzt wild werden. Oh, ich glaube, da kann doch sicher irgendwas, was mich hittet. Du musst nur einen Step haben. Ja, aber ich glaube, ich glaube eher, der hat, wenn überhaupt Biss, ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, der lernt relativ spät erst irgendwelche Step-Moves. Und Sengu. Sengu müsste auch okay sein. Der hat einen Quaffer. Das ist ja schon gefährlich. Ja, ein Quaffer ergibt Sinn. Was hat er gerade gemacht? Hat der Kraftschub eingesetzt? Clownwetzer.
Oh. Ja, das macht's jetzt auch nicht besser. Und ruckzuckieb, wie macht das? Shirox! Okay. Ha. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Oh nein. Puh! Gut, dass das nicht gekreditet hat. Ich wurde gerade Pursuit Trap von dem Shirox. Das hätte ein bisschen unangenehmer ausgehen können. Ich hoffe mal, der hat keine Unicht-Attacke. Ich glaube es. Ich glaube, wenn. Also Verfolgung könnte der tatsächlich haben. Aber wenn, dann bist du jetzt eh gearscht. Eine würde ich wohl leben. Ich glaube, wenn der auf plus 1 ist, lebst du keine. Das ist schlecht. Ja. Das, ja, das sehe ich. Das ist jetzt schlecht. Ja, ich glaube, du hast nicht wirklich einen Player, als zu hoffen, dass er das vielleicht jetzt nicht nochmal einsetzt. Ja. An Pool mal zu wechseln, hä? Oder wie viele KP? Ich seh deine KP gerade nicht, wie viele. Du kannst 11 und 49. Also ich bin fast im roten Bereich. Und wie viel hat der die gerade abgezogen? Von voll AP. Das heißt, er hat ja 8 und. Ja, nee, vergiss es. Brauchst kein Mathe machen, das brauchen wir kein Mathe mehr machen, ja. Einmal belieben. Einmal belieben, dass er nicht angreift. Dann könnte ich auch eingreifen. Ja, aber du bist ja langsamer. Der killt dich doch mit Verfolgung. Ja, eben. Also deswegen, du musst wechseln. Wenn er das einsetzt, muss ich angreifen. Wenn es nicht einsetzt, muss ich angreifen. Ich meine, an sich macht es keinen Unterschied. Aber wenn ich wechsle, killt er mich. Und wenn ich nicht wechsle, würde er mich auch killen, wenn es einsetzt. Ach so, von der Seite. Ja, das Problem ist, ich glaube, der drückt auch jetzt immer Verfolgung, weil er hat ansonsten vermutlich nur normale Attacken und die drückt er natürlich nicht. Nee, wir spielen ohne Highlight. Er hat zwei Setup-Moves. Ich weiß noch nicht, ob die einsetzt. Nee, ich glaube, der sieht da jetzt den Kill. Ich glaube, du bist tot. Ich probiere es trotzdem mal mit Wechseln, aber... Das ist nicht gut. Das ist richtig. Ja, du kannst auch angreifen, wie gesagt. Nein, ist nicht, ja. Da wurden wir Pursuit Trap. Aber das ist sehr gut. Damit kommst du nämlich meinem Todescounter näher von 2. Das stimmt. Jetzt steht's 2 zu 1. Ja, falls Sie wusste, Down und ich haben um Manns 5 Subs. Ja. Gewettet, wer am Ende mehr Tode hat. Down hat schon 2 gemacht. Jetzt habe ich meinen ersten. Peinlich. Peinlich. Schama, Dadimi. Schama! Hätte ich auch vermeint. Könnte ich einfach direkt nach Vulcano gehen können. Aber ich wollte Vulcano nicht weiter leveln, weil ich schon auf dem Level war. Jetzt wurde ich auch noch hier rausgezogen. Ach, stimmt. Nur einen Rivalenkampf haben wir jetzt auch gleich noch. Ja, nee, erstmal. Warte, ihr kämpft direkt? Okay, wir kämpfen mit 5 Pokémon eventuell gegen den Rivalen. Ich hätte das Cosmog nicht. Naja, du hättest das Cosmog auch nicht nochmal ansprechen sollen, dann hätten wir... Ich habe aber A gespammt, ich wusste nicht, was das war. Ja, ich habe auch A gespammt und jetzt da kommst du nicht mehr raus. Mit wem war Lichtl verlinkt? Lichtl ist... Joris. Zippo? Joris. Oder... Wer? Joris. Mein Spinder. Nee, mein Spinder da. Ein Sandslash hat auch gar keinen Namen. Der hat einen Private Ground an meinem Chat. Ich weiß nicht, ob das gerade so gute Nachrichten für mich sind. Das könnte natürlich jetzt spannend sein. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich hier sehen wollte.